Mahlzeit, Freunde, und einen wunderschönen sonnigen Tag. Ich habe mir gedacht, bei so einem Wetter treffen wir uns mal wieder draußen und unterhalten uns über die ganzen Sachen, die ich jetzt heute in der Werkstatt vollbringen möchte. Aber vorerst, es ist selbstverständlich Winter. Wir haben Dezember, der Jahreswechsel und Weihnachten steht kurz bevor. Dennoch, der Bus nimmt jetzt halt langsam die Form an, die ich mir vorstelle. Und deswegen heute dran, der Tisch endlich fertig machen. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Und das Bett, dass ich mal wieder ein vernünftiges Lattenrost habe, beziehungsweise das Bett gerade ist und ich nicht irgendwo reinfalle. Weil das letzte Mal hatte ich den Tisch unten drunter. Und das Problem bei der ganzen Sache war dann, dass wenn ich irgendwo blöd auf die Matratze gekommen bin, ich nach unten durch bin. Deswegen machen wir es einmal vernünftig. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ab dafür, legt mal los. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das Ding ist letztes Jahr abgeraucht. So, ich habe für Nachschub gesorgt und habe mir den gleichen nochmal gekauft. Brandneu, der, warte mal, keine Werbung machen, Emil 4000. Kann ich nur empfehlen. Geiles Teil.
Okay, Freunde. Lattenrost ist drin. Ich finde es cool. Also das Bett ist gerade. Ich habe da echt absolut keine Bedenken mehr, dass ich da irgendwo rumfall oder runterfall oder wie auch immer, weiß der Geier. Den Tisch selber habe ich jetzt endlich so, wie ich denke, dass es passt. Gott sei Dank habe ich den neuen Emil. Ne? Emil 4000, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Hat mir den kompletten Busumbau letztes Jahr gute Dienste geleistet und ich hoffe, dass der neue jetzt halt auch einige Zeit hält, beziehungsweise eigentlich ja relativ lang hält. Ne? Der andere war jetzt auch 5 Jahre alt. Also insofern, tipptopp das Teil. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wenn das ganze Zeug getrocknet ist. Danach noch ein bisschen Schleifen, ein bisschen Klarlack drüber. Ich denke, das wird langsam so. Und weil ich heute auch gleichzeitig noch ein Paket erhalten habe, kann ich euch auch gleich zeigen, was euch beim nächsten Mal erwarten wird. Und zwar neben dem Bett, beziehungsweise neben dem Schrank im Bus ist noch eine freie Wand. Da wollte ich eigentlich ein Regal selber bauen, mit bisschen Kordel, bisschen Seil und so ein Zeug. Aber ich habe mir gedacht, warum bauen, wenn man was findet, was einem auch gefällt. Und zwar, dieses Gefährt, ich finde es schon echt cool aus, ist jetzt nicht das Hochwertigste, aber ey, komm, das kommt an die Wand. Wird festgemacht, hat ungefähr die Breite, die ich brauche für meine Bücher. Und dann schauen wir mal optisch, denke ich mal, ist es auch ein Hingucker für das Fahrzeug. Beziehungsweise für das restliche, oder mit dem restlichen Interieur. Beim nächsten Mal machen wir einfach mehr. Ich habe noch ein paar andere Teile da. Da wird noch ein bisschen was gebastelt. Freut euch darauf. Bis dahin, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wie immer gern, wenn ihr mögt, lasst mir ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne, ahoi!